Hallo auf dem Tuning-Blog-Kanal. Heute mal wieder mit einer kleinen Produktvorstellung. Wie ihr sehen könnt, mal wieder ein E-Bike. Haben wir ja jetzt schon einige gehabt. Und diesmal ist das das M10. Steht hier geschrieben. Kann ich euch aber jetzt noch nicht mal sagen, ob es da noch einen Hersteller dahinter gibt. Also ich habe natürlich mit dem Hersteller Kontakt, aber also ich habe bis jetzt keine Info erhalten, wie die sich hier tatsächlich nennen. Also ich kenne es nur als M10. Ja. Das hat einen 250 Watt Motor, der ist hier hinten eingebaut und erreicht eine Geschwindigkeit bis 25 km/h, kann aber bis 35 km/h sogar erweitert werden. Ist natürlich hierzulande dann auf die Art und Weise nicht mehr erlaubt. Ich glaube auch die 25 km/h sind nicht erlaubt. Also damit ihr gleich mal informiert seid, ja, ist leider so. Das hat vier verschiedene Fahrmodi in Elektromodus, dann gibt es quasi eine E-Unterstützung, den normalen Pedalmodus und auch einen Schiebemodus. Das ist eigentlich ganz cool. Es haben jetzt in letzter Zeit mehrere E-Bikes diesen Schiebemodus, wenn man, ja, wenn man das Fahrrad eben schiebt, dass es bis 5-6 km/h quasi unterstützt wird. Ja, genau. Dann gibt es den Akku, den gibt es in zwei Varianten. Das ist hier eine 36 Volt Variante mit 10,4 Amperestunden. Gibt es aber, soweit ich weiß, 48 Volt und bis 15 Amperestunden. Ja, ich bin mit dem Fahrrad wann gefahren? Ich glaube vorgestern. Genau, bei uns hier im Bergland schaut es hier so aus, ne? Also überall bergauf, bergab. Und habe damit an die 70 Kilometer geschafft. Ich fand das eigentlich ziemlich gut bei mittlerer Tretunterstützung. Angegeben werden ja 75 bis 100 Kilometer, aber ja, sind halt wahrscheinlich Laborwerte. Für unser Bergland hier fand ich das aber durchaus, ja, in Ordnung. Dann gibt es hier ein großes Display. Na, da kann man seine Fahrstufen einstellen bis hoch zur 5. Eigentlich alles idiotensicher, ne? Also jetzt auch keine 7000 Schalter und Knöpfe. Man hat hier ein Licht, ist ein ziemlich cooler Scheinwerfer, das ist echt hell. Dann gibt es eine Hube, ob man die jetzt braucht oder nicht, gleich mal dahingestellt. Man spart sich auf jeden Fall die Klingel. Reflektoren sind dabei und was auch dabei ist, ist so ein Gasgriff. Ich weiß nicht, also es ist ähnlich wie beim Motorrad oder beim Moped, sage ich mal. Ist hierzulande auch nicht erlaubt, deswegen optional. Da gibt es dann ein kleineres Griffstück dazu. Und mit dabei war eine Luftpumpe. Dann hier die Bedienungsanleitung und logischerweise ist Ladegerät. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Was mir aufgefallen ist, Verarbeitung ist echt cool. Also ich habe auch schon E-Bikes in dem Preissegment gehabt, wo man sich eine Schweißnaht nicht angucken konnte und die sehen hier echt ordentlich aus. Auch die Scheibenbremsen sind völlig in Ordnung. Auch da gab es schon Modelle, die sind beim ersten Bremsen komplett auseinandergeflogen. Hier haben sie jetzt gehalten, zumindest die 70, mittlerweile sind es fast 100 Kilometer, die ich gefahren bin, haben sie gehalten. Ja, das Fahrrad an sich ist relativ leicht, wiegt 21 Kilogramm, der Rahmen ist aus Alu und bis maximal 150 Kilogramm kann das gute Teil schleppen. Sattelhöhe ist einstellbar, 84 cm. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Hydraulische Federgabel, das sieht man. Die ist aber nicht verstellbar, also die bewegt sich, das mag sein, aber man kann sie jetzt nicht sperren oder so, das sollte man dann doch beachten. Und ja, also die geben an, dass es von, sage ich mal, 1,60 Meter bis zum 1,90 Meter in etwa ausreichen sollte. Für den tiefsten Regen, für schlechte Wetter ist es nur bedingt nutzbar wegen IPX4 Standard. Das ist, ja, weiß ich nicht, also das finde ich jetzt nicht so toll, aber okay, ist halt so, ihr wisst Bescheid. Damit muss man aber leben. Dafür ist das eben, man bekommt trotzdem ein vollwertiges E-Bike und das zum Preis von, ich glaube, um die 750 Euro. Also ich habe es schon für 1000 gesehen, ich habe es jetzt aber auch im Angebot für 750 gesehen und für uns von Tuningblog, da gibt es sogar noch einen Rabatt. Da gebt ihr einfach 40 M10 bei der Bestellung ein und dann wird es nochmal 40 Euro günstiger. Jo, das war es im Wesentlichen dann auch schon gewesen, 5 Minuten in Fahrrad erklärt. Fahraufnahmen und so könnt ihr sehen, nicht von uns, nicht von mir, könnt ihr aber sehen in unserem Blogbeitrag von anderen und lest mal nach, der ist unten in der Beschreibung, ist der vermerkt und ja, wenn es euch geholfen hat bei der Entscheidungsfindung, wäre es sehr cool, wenn ihr ein Abo da lasst, denn wir haben wahnsinnig viele Abonnenten, die
Nee, wahnsinnig nicht Abonnenten. Wir haben wahnsinnig viele Zuschauer, die leider nicht abonnieren. Und das ist aber eben so die Sache, von der man hier lebt. Also ich zumindest und auch die Firma Tuning Block. Von daher wäre es sehr cool, wenn ihr abonnieren würdet. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Danke und ciao.